Volleyballtrainerin und Volleyballtrainer. Ist die Luft so ein bisschen draußen aus eurem Online-Training? Oder habt ihr es vielleicht noch gar nicht gewagt, euer Training in den virtuellen Raum zu verlegen, weil ihr euch gar nicht so richtig vorstellen könnt, was man da mehr machen kann als einfach nur ein Athletik-Workout? Andererseits habt ihr euch schon öfter gedacht, dass so ein paar koordinative, technische oder auch körperliche Grundlagen eurem Team ganz gut tun würden. Dann kommt in meine Fortbildung. Wir haben in Mimmenhausen seit November wirklich viele verschiedene Sachen ausprobiert und ich zeige euch, was bei uns am besten funktioniert hat. Ich schlage euch Bausteine vor, aus denen ihr ein abwechslungsreiches Online-Training immer wieder neu zusammensetzen könnt, ohne dass so eine gewisse Grundstruktur oder auch ein roter Faden verloren geht. Nutzt die letzten Wochen, bevor es wieder auf die Felder geht, ob in den Sand oder in die Halle, um ein paar wirklich hilfreiche Grundlagen zu legen und so einen möglichst guten Neustart zu ermöglichen. Mit dabei sind jede Menge Socken, Malerkrepp und natürlich ein Volleyball. Und wer möchte, darf die Übung gleich ausprobieren. Mit Nacken ist ausdrücklich erlaubt.